kommst du immer auf diese Hooks, die bei mir dann im Kopf hängen bleiben? Auf Shisha, Bruder. Auf Shisha. Andere Rapper sind auf andere Sachen, Kusi. Aber ich rauche meine Shisha. Im Studio? Ich mache meine Augen zu. Lass mich einsperren mit meinen Jungs. Jeder wirft irgendwas rein, irgendein Wort, lachachas, und dann kommt schon was Gutes raus. Herzlich willkommen auf hiphop.de, mein Name ist Aria, wir sind auf dem Out for Fame Festival 2017 in Dortmund mit dem Hookmeister ENO. Was geht, Digga? Gut, Bruder, mir geht's gut, wie geht's dir? Alles gut, Bruder. Erste Frage, natürlich wichtigste Frage, was ist mit deiner Augenbraue passiert? Bruder, hör auf, mach keinen Film mit mir. Nein. Eine Platte draußen, man kennt sich halt. Warum nicht, Bruder? Die haben mir 1500 Euro gerade gegeben in die Hand. Egal, Hauptsache nicht mit Bruce. Sollen wir noch 1000 drauflegen vielleicht? Ja. Bruder, mal wissen, Bruce. Gib deine IBAN, wir schicken IBAN und BIC-Nummer, dann schicken wir nochmal 1000 noch mehr. So, Star geworden, ey. Star geworden, Herr Enno, ja? Erstes Album draußen, Khalas, da haben wir uns ja noch getroffen vor ein paar Monaten. Wann war das eigentlich? Januar, Februar so? Januar, Februar war das, glaubst du, ja, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja. Und, wie bist du zufrieden gewesen mit den Resonanzen von den Leuten, mit der Reaktion von den Leuten? Auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Nur jetzt, wenn ich so meine Musik höre, dann denke ich mir, nein. Muss noch. Da muss noch was kommen. Und deswegen bin ich nur am Arbeiten, nur am Machen. Ja. Ich glaube, so ein, zwei Sachen seit deinem Album, wo man dich gehört hat, war zum Beispiel die Asimemo-Single AMG, ne? AMG. Wo ich gerade ihm auch schon gesagt habe, war eine geile Single, war Ohrwurm, gerade natürlich auch wegen der Hook, die du gemacht hast. Und die letzte Single, die du auch am Pool und so gedreht hast. Da kam Grün, Gelb, Lila. Ah, natürlich. Ja, mit Dardan wieder. Ja. Und jetzt noch Massari. Massari. Genau. Auch wieder so ein Ohrwurm-Ding. Massari, ja. Wir haben letztes Mal, als wir uns getroffen haben zu Khalas, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, weil Khalas so vielfältig war, verschiedene Richtungen war, welche Richtung gefällt dir am meisten. Ich glaube, da hast du noch gesagt, Fuchsbuddy war noch so mit die Richtung, wo du gemerkt hast, dass die Leute am meisten feiern. Meinst du, das hat sich geändert seitdem? Ja, Bruder. Ich habe mich auch geändert, ich habe mich weiterentwickelt und ich bin immer noch so vielfältig. Also ich habe nicht immer noch keine gerade Linie, sondern ich mache alles. Ich nehme alles mit. Wie machst du diese ganzen Hooks, Alter? Wir haben uns schon bei dem Tape im Interview gefragt, wie kommst du immer auf diese Hooks, die bei mir dann im Kopf hängen bleiben? Auf Shisha, Bruder. Auf Shisha. Andere Rapper sind auf andere Sachen, Kusi. Aber ich rauche meine Shisha. Im Studio? Ich mache meine Augen zu. Lass mich einsperren mit meinen Jungs. Jeder wirft irgendwas rein, irgendein Wort, lachachas, und dann kommt schon was Gutes raus. Wenn du sagst, du arbeitest jetzt schon wieder an Musik, hast du so einen klaren Plan, den du verfolgst bezüglich Album oder Mixtape oder was kommt so als nächstes bei dir? Mein Album ist schon in Arbeit. Na, geil. Ich bin schon dran am Arbeiten, aber vorher will ich noch ein, zwei Singles raushauen. Ja, klar. Einfach so noch ein bisschen Zeit gewinnen, um das zu perfektionieren, mein Album. Ich glaube, gerade du, und das gab es bei einigen anderen Künstlern heute auch, wo ich gesagt habe, ey, durch diese ganze Streaming-Sache, wenn einzelne Songs ein bisschen wichtiger werden, das Single-Game wird ein bisschen wichtiger, gerade für so Künstler wie dich könnte das auch gut sein, ne? Weil ne, einzelne Songs mehr Ohrwurm-Faktor haben. Es gibt den einen oder anderen Rapper, der macht vielleicht ein Album, da ist kein klassischer Hit drauf. Die Leute feiern das, weil die feiern so den Rapper und seinen Rapper, Style die und so weiter. Feiern die. Genau. Bei dir ist es so, natürlich, das ist auch da, aber die Songs sind auch Hits. Machst du dir dahingehend irgendwie Gedanken bezüglich, was weiß ich, Streaming oder wie kann man jetzt einen einzelnen Song krasser als Single rausbringen und so weiter? Auf jeden Fall, wir sind einfach am Machen. Da haben wir Songs ohne Ende. Dann hören wir uns die Songs an und denken, das muss jetzt raus. Das hat noch Zeit, das kann warten. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann einfach raushauen, einfach machen und raushauen. Ja. Aber ich denke mir nicht viel dabei, weil jeder Song, den ich mache, ist ein Hit. Ohrwurm des Grauens bei jeder Hook. Und da mache ich mir keine Sorgen. Also jeder Song, der rauskommt dieses Jahr noch, wird ein übelster Ohrwurm und wird ein Hit. Wenn das ist geil, dass du zwischendurch auch immer Songs rausbringst, weil ich meine, seit Khalas bis heute und sagen wir mal, das Album kommt jetzt in ein paar Monaten oder so. Stell dir vor, ich hätte gar nichts gemacht seit Khalas. Mein Album, ich hätte nichts gemacht und auf einmal komme ich jetzt wieder mit deinem Album. Das ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber du kannst die Leute trotzdem sagen, hey, ich bin am Machen, hier, ein bisschen was zum Hören, aber wartet, es kommt noch was. Ja. Was glaubst du denn, in Richtung welchen Monat sind wir so am gucken bezüglich Enno-Album? Ist dann dein Debütalbum, oder? Weil das erste Ding war so ein Tape. Genau, es war so ein Tape eher. Ich würde sagen 2018. Echt? Ja, wieder Anfang 2018, so. Denke ich mal. So. Das ist so mein Gedanke, aber ist noch nichts fest. Ja. Mal gucken, wie der Sound dann wird, weil die ganzen sommerlichen Lieder... Böse.
Wird böse. Ich war letztens auch, da habe ich glaube ich, was, wen haben wir da gemacht? Syllable Spill im Kopfdicker Alles oder Nix Studio, was jetzt neu gebaut wurde in der von Qatar. Bist du auch dort oft oder wie ist die Stimmung da, wenn ihr alle zusammen arbeitet? Ihr habt viele Signings jetzt auch drumherum. Ja, ich habe meine Produzenten und meine Jungs, die immer dabei sein müssen, weil ich diese Lacheras brauche im Studio. Und zum Beispiel jetzt gleich gehe ich wieder ins Studio, direkt von hier. Krass. Und 2-3 Tage wieder einsperren. Aufnehmen, Musik machen, versuchen, arbeiten. Dort im AON-Studio? Ja, nur dort. Ach echt? Ja, krass. Ja, nur dort im Studio. Ich dachte, vielleicht nimmst du auch in Wiesbaden auf und gehst dann dort. Da? Nur dort. Krass, krass. Das unterscheidet sich schon von der Produktionsphase von Khalas, weil da weiß ich noch, hast du gesagt, ey, ich habe, wo das Signing war, ein, zwei Monate mit Shukri und so durchgearbeitet. Khalas habe ich in 3-4 Wochen gemacht. Ja, ja. Wirklich, 10 Tracks, 3-4 Wochen. Ja. Noch, ich will nach Hause fahren, 15 Minuten vorher, ich habe mich hingesetzt auf mein Handy. Shukri hat Beat gebaut, auf diese Drums habe ich Text geschrieben. Ja. Auf Schlafmodus habe ich Lieder aufgenommen und so. Aber diesmal wird's heftig. Wie ist die Energie so im Kopfticker Camp gerade? Ich habe gerade mit ein paar Generation Aslak-Jungs geredet, die mit euch ja auch gut Dings sind. Die Jungs sind frisch, hungrig, 4 Leute hungrig, ihr seid hungrig alle. Ja, wie ist die Energie? Ja, genauso, wir sind eine Familie und wir sind alle am Machen. Es sind neue Leute dazu gekommen. Von meinem Bruder Levo. Mhm. Heute ist sein Tape rausgekommen, Favela. Und auch auf jeden Fall ein Baba Rapper. Dann kommt ein Sugar noch dazu, auch mit seinen Jungs, auch hungrig, schon lange am Machen. Da kommen auf jeden Fall noch 1-2 andere und wir werden zerreißen. Wirklich 2-3 Jahre und Kopfsicker steht oben. Krass, ja. Ich habe das immer wieder gehört, seit das Label gegründet wurde von allen Künstlern, dass sie so selbstverständlich und so selbstbewusst von den anderen Leuten auch, dass du sagst, ey, der und der kommt, der wird zerreißen, der wird zerreißen, Sugar wird zerreißen. Krass, Leute, die Zeit kommt noch. Unsere Zeit kommt noch. Ist das geil? Also ich stelle mir das vor als Künstler, wenn man im Studio ist, wie dort in dem AON-Ding, was wirklich ein geiles Ding geworden ist, muss ich sagen. Da sind Studioräume, der nimmt da auf, der nimmt da auf. Vier Mann-Zelle zum Schlafen, mit diesen Knastbetten. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn du alleine ins Studio gehst und alleine deine Songs machst, als wenn du da in dem anderen Raum weißt, du, ey, der ist auch gerade am Abliefern, ich muss machen. Normal, das ist diese gegenseitige, der sagt, hey, der hört in seinen Tracks rein, der sagt, hey, hör auf, ey, was haben wir da gemacht? Ja, natürlich, das pusht einen. Und was sagt Khatar? Ist auch zufrieden mit seinem Label bis jetzt? Ja, der Khatar ist immer cool drauf. Der ist uns immer am Unterstützen. Wir sind am Machen. Er ist dieses Jahr nicht hier, ne? Ist auch noch kein Album seit... Er ist am Arbeiten. Wahrscheinlich deswegen. Er ist auch viel am Machen. Deswegen, wahrscheinlich hat er keine Zeit zur Zeit. Ja, Mann. Ich danke dir, Enno. Ich bin sehr gespannt, was ihr bringt. Digga, der Hookmaster in Deutschland für mich. Ich sag's euch. Zieht euch seine Hooks rein und sagt mir, das sind keine Ohrwürmer. Es kommen noch die krassesten Hooks. Abwarten. Schuf. Ey, wisst Bescheid. Peace.